Okay. Informationen sammeln. Ah, da geht's wieder zum Okular. Ich bin so durchsichtig! Ich weiß nicht, ob wir nicht mitgekriegt haben, dass die Leute uns nicht bemerken, nicht mitkriegen können. Die Lili hat es doch gesagt. Und sieht und hört man nicht. Wir sind Luft. Ja, so funktioniert das nicht. Da wären wir. Im entlegenen Elpis. Ah, ich grüße euch. Welch seltenes Vergnügen, euch in dieser Anlage persönlich zu sehen. Was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Wir haben ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, werden aber eine Weile bleiben. Nicht im Geringsten. Allerdings erlaube ich mir, euch zu bitten, eure Masken abzunehmen. So will es das Protokoll für Gäste von außerhalb. Ist das wirklich nötig? Man sollte auch so erkennen, wer wir sind. Das mag für dich gelten, aber nicht für mich. Komm, bereiten wir unseren Gastgebern keine Unannehmlichkeiten. Zufrieden? Vielen Dank für euer Verständnis. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Du siehst es auch, oder? Hi. Peace, Bruder. Ich weiß nicht, was du meinst. Überhaupt nicht. Der war. Ach, hör schon auf. Hi. Hier, es ist nur ein Hauch im Äther. Aber die Farbe ist unverkennbar. Sie ähnelt der von Azems Seele bis ins Detail. Das ist die Baumusik wieder, ja.
Glaubst du, sie hat es geschaffen? Aber wenn es ein Familiar ist, warum hat es dann eine Seele? Ich bin besonders, ja. Was weiß ich. Aber wenn sie etwas damit zu tun hat, sehe ich nur Schwierigkeiten aufziehen. Erst recht, wenn es etwas ist, das ihr nur ähnelt. Hallo, ich stehe da immer noch. Lassen wir lieber die Finger davon, komm. Es sieht so aus, als wollte es etwas. Aber es ist zu schwach, um sich zu verständigen. Hallo. Ich bin einfach nur klein, ja? Klein und durchsichtig. Gib ihm etwas von deinem Äther. Du hast doch ohnehin genug davon. Doch nett. Sehe ich aus wie jemand, der streunende Familiare rettet? Ja. Nein. Aber du bist jemand, der einem Freund keinen Gefallen ausschlägt. Erst recht nicht, wenn er dich an einen so entlegenen Ort begleitet. Schließ die Augen, sonst wird dir noch übel. Du kannst sie jetzt wieder aufmachen. Die richtige Größe hat sie jetzt auch. Warum nicht? Ich dachte, so lässt es sich etwas bequemer unterhalten. Das ist wirklich sehr freundlich von dir. Und deine Stärkung scheint auch gewirkt zu haben. Also dann? Hallo, ich bin Hythlodeus. Leiter des Büros des Architekten. Und neben mir steht der ehrenwerte Emmet Selch vom Konvent der 14. Und wie heißt du? Du verstehst mich doch, oder? Mhm. Sehr gut sogar. Na also, du kannst sogar sprechen. Und was für einen schönen Namen du hast. Mhm. Willst du uns verraten, woher du kommst? Hier wurdest du jedenfalls nicht geschaffen. Weißt du es nicht oder kannst du es nur nicht sagen? Warte, ich frag mal etwas anders. Zu deiner Frage, ich habe beide erkannt. Was machst du hier? Auch wenn du den Eindruck hast, alles, ich habe sie nicht erkannt, aber doch. Mal Herbst im Götterboden. Die Stimme habe ich sofort erkannt. Bei ihm habe ich es mir gedacht. Ach, deswegen sind wir auch hier. Natürlich Vielleicht seid ihr ist das. Das ja doch Asems Familiar und sie wollte uns begleiten. Wenn das so wäre, wäre Asem auch hier. Da hast du wahrscheinlich recht. Ich bin Hermes der Götterbote. Ja. Hermes der Götterbote. Entschuldige, dass wir so über dich sprechen. Wir können die Farben von Seelen sehen. Was habe ich nicht erkannt? Deine sieht der kann ich mich einfach nicht mehr erinnern. Bei Emmet Instant. Bei Emmet wusste ich's. Da habe ich sofort eine Stimme erkannt. Und weil ich bewusst. Ich habe es eigentlich auch gewusst. Hythlodeus. Beim Aussehen war ich mir nicht sicher. Aber von der Art und Weise, wie er geredet hat. Ich konnte es mir irgendwie denken. Hier musste er irgendwie noch eine Rolle spielen. Und
Und dann bist du noch aus dem gleichen Grund hier wie wir. Da haben wir voreilige Schlüsse gezogen. Da hat er doch so schöne Äuglein. Ich mag die Augen. Wir sind hier, um mit Hermes zu sprechen. Stimmt, die Vermutung gehabt. Vor, die Maske, die sie gesehen haben. Um da war ich mir erfahren. Sicher. Also bei der Stimme wusste ich sofort. Glaube ich erkannt. Wieso sofort erkannt? Genauer gesagt ist das Emmet Selchs Aufgabe. Ich begleite ihn nur, denn meine Arbeit hat mich schon öfter hier hingeführt. Deswegen musste ich doch auch grinsen. Bei der Maske musste ich schon grinsen und als sich der Charakter umgedreht hat, die Stimme gehört hat, dann musste ich doch voll grinsen. Also sie ist ja nicht so wie bei Graf, den ich mitkommen? Nicht erkannt habe. Du siehst etwas verloren aus. Beinahe kenne ich sofort. Also gut, ihn vom Aussehen her nicht, aber vor der Stimme. Und bei Emmet sowieso. Und auf den Chibi-Sohn Hass, den erkenne ich überall. Du willst das Ding auf Amtsgeschäfte mitnehmen? Den mag ich ja nicht. Wir wissen nicht einmal, was das ist. Und trotzdem muss sie grinsen. Bin stolz, glaubst, dass ich ihn erkannt habe. Wenn sie ein Unheil anrichten könnte, dann ist es doch besser, wenn wir sie bei uns haben, als sie alleine diese lila Augen, ey, die sind der Hammer. Gut, es sticht ein bisschen mit der Frisur, aber an sich finde ich es mega. Sesam, öffne dich! Im Übrigen finde ich es nur passend, diesen Ort mit einer ungewöhnlichen Lebensform im Schlepptau zu erkunden. Danke. Genau, dieses Stechen macht irgendwie perfekt. Ja. Ja, irgendwie hast du ja recht, aber. Auf der einen Seite ist es so viel, auf der anderen Seite passt es halt echt. Es ist so. Hälfte. Wo der Schöpfung keine Grenzen gesetzt sind. Wow. 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 Oh. Der Hund! Argus? Argus! Der Hund! Beklagen wir, das sieht schön aus. Alter, das sieht jetzt schon mega geil aus. Outfit sieht geil aus. Ich glaube, wir haben mein Lieblingsort gefunden. Frag mich, was uns hier Schönes erwartet. Alter, sieht das geil aus. Gerade bin ich doch froh, dass der Raid krank. Ja, ich freue mich immer über die Raids, aber. Gerade freue ich mich echt über die Verlängerung. Ich habe mich echt gefragt, wie das nächste aussehen wird. Alter. Oh, das ist ja voll meins, ne? Oh, hübsch. Ich war schon oft hier, aber die Landschaft beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Es ist, als könnte man den Himmel berühren. Also dann, lass mich dir doch erklären, was wir machen. Und wo du hier überhaupt bist. Die Schöpfungsmagie, die wir nutzen, gibt dem Äther gegenständliche Form. Gegenständliche Form. Wir benutzen aber sogenannte Konzepte, um unsere Kreation, sei es unbelebte Objekte, Pflanzen oder Tiere, zu planen. Jeder kann ein Konzept erstellen. Aber jedes Konzept muss vom Büro des Architekten abgesegnet werden. Ich freue mich schon, wenn ich die Angelquest habe. Ah! Ach ja, angeln. Kann ich noch nicht mal. Aus diesem Grund werden Lebewesen und bestimmte magische Geschöpfe hier in Elpis auf ihre Tauglichkeit getestet. Hey, faszinierend, nicht wahr? Ich bin mir sicher, dir wird unser Rundgang gefallen. Aber dafür muss ich das in Metall machen. ja. Komm ich da eigentlich wieder rein? Der ist genauso groß wie die anderen.
Da hinten ist ein Iterit. Kann ich mich da schon harmonisieren? Okay, ich will wissen, was in dem Geschenk drin ist. Luna, was ist da drin? Ich glaube, Luna wird es mir nicht sagen. Ja, war klar. Gut, okay. Wie lange geht die Quest, damit ich herausfinde, wie lang, ne, und so. Aber wenn die zu lang geht, mache ich die nicht mehr. Ja, es geht ja noch nicht. Ich muss ja erst die Quest machen. Okay, gut. Ich vertraue drauf. Wenn die jetzt wieder 20 Minuten oder sowas geht, dann schrei ich. Wir suchen Hermes, den Leiter dieser Einrichtung. Er ist ein Götterbote. Er ist ebenfalls mit der Erforschung von Lebewesen beschäftigt, die durch Schöpfungsmagie geschaffen wurde. Danke, ja, Götterbote. Also, wenn Aschiens magst, dann würde dich das Geschenk freuen. Also, bisher habe ich sie gehasst, aber gerade finde ich sie ganz cool. Beantwortet das die Frage? Als erstes sollten wir im Wohnbereich nach ihm suchen. In deiner Nein! Okay, du kannst sie einfach in der Robe machen, okay. Mich einfach in die Ruhe lassen. Dann könnte er mit sich das vielleicht für dich erledigen. Das könnte er, aber er will nicht. Du hast die Dinge mitgenommen, also kümmere dich auch darum. Ich habe ihn zu schnell weggeklickt. So, wer sich manchmal anstellt, möchte man kaum glauben, dass er eine Koryphäe der Magie ist. Nö. Dann mache ich dir eine Robe. Du musst mir nur etwas helfen. Können wir gehen, weil diese Treppe hinab zur Königsblüte. Okay. Oh, Metterlinge gibt es hier. Sind sogar gute Metterlinge. Und komische Pflanzendinos. Die sehen zumindest aus wie Pflanzendinos. Nun, die Gegend ist so schön. Ich bin ein Lehrer und ich kenne mich noch nicht mal in Jungverstecken beim Verfolgen. Metterlinge. Ja, Metterlinge. Also, Frisches und ich sagen statt Schmetterlinge immer Metterlinge. Das ist irgendwie so ein Ding zwischen uns. Wir sagen halt immer statt Schmetterling, Metterling. Wir sagen immer so, guck mal, da ist ein Metterling. Ich weiß, wir haben sie nicht mehr alle. Du besorgst mir jetzt etwas Material für deine Robe. Das heißt Flattertier. Nein, das heißt Metterling. Punkt. Was habt ihr gegen das Gar nichts, aber wir fanden Metterling halt süß. Metterling, Punkt. Ich nenne die halt auch nur Metterling. Das ist ein Äthersaal. Benutze es, um 2 Pedaludas zu fangen. Sieh genau hin. Es gibt 3 verschiedene Arten Petaludas. Wieder 2 verschiedene, egal welche. Das Äthersaal ist so stark wie du. So will es die Natur des Äthers. Deswegen wirst du die Petaludas erst etwas schwächen müssen. Viel Erfolg. Was sind denn Petaludas? Das ist ein Ophion. Ach, das sind die Metterlinge, okay. Nein, 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 nein. Ich will ich eigentlich nicht. Ah, okay. Nein, 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 nein. Okay. Meine Ex-Freundin und ich sagen halt immer flattert. Ja gut. Ist auch in Ordnung. Okay. Wie gesagt, für mich sind es halt einfach Metterlinge. Süße, kleine, zarte Metterlinge. Der Schmetterling. Nein, Metterling. So. Okay.
Ja, so sehen wir gut geklappt. Okay. Einmal. Huch. Dann zeig doch mal, was du gefangen hast. Guck mal. Quest schon fertig. Ja, sehr gut. Ja, das sollte funktionieren. Ich werde sie jetzt in ihren puren Äther zurückverwandeln. In dem Gebiet gibt es aber hoffentlich keine Windätherquellen, oder? Bitte sehr. Fabelhaft, so wirst du nicht mehr auffallen. Oh nein. Probier sie doch gleich mal an. Du machst Lebewesen zu einer unbelebten Robe? Einfach so? Cool. Ja, der kommt nicht in Kleidungsnot. Nein, nicht einfach so. Ich musste sie erst in ihrem Äther zurückverwandeln. Deswegen wollte ich auch zwei verschiedene Petaludas. Die richtige Balance sorgt für eine höhere ätherische Festigkeit. Oh Gott. Auf die Verkleidung wird niemand hereinfallen. Ich weiß, aber es reicht, um allzu viel Aufmerksamkeit zu vermeiden. Er hat natürlich recht. Jeder wird sehen, dass du nicht von hier bist. Wenn dich jemand zur Rede stellt, versuch dich herauszufinden. Sag einfach, du wärst ein Familiar. Nur, wessen Familiar? Ich weiß, Azems. Sag, dass du Azems Familiar bist. Man wird dir jedes noch so unerwartete Verhalten verzeihen. Jetzt nutzt du sogar schon ihre Abwesenheit aus. Hast du eine bessere Idee? Ich bin mir sicher, sie hätte nichts dagegen. Damit wäre deine Anwesenheit erklärt. Weiter geht's. Da, 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 da. Da schon mit drin. Warte mal. Ja. Ah. Ja gut, dafür müsste ich dann einmal, ne, die Dinge fertig machen. Ah! Was hab ich jetzt gemacht? Oh Gott. Bitte einmal anlegen. Das schwarze Mokrium, was kombiniert ist, das Game, was ich dir zeigen wollte. Ah! Okay, ich verstehe. Okay, Richtung Westen. Richtung Westen? Oh, ist das noch nichts. Außer Untergrund. Okay. Gut, die eine Quest tue ich mir dann. Ich will jetzt einmal kurz. Einmal zum Ätheriten. Ich hoffe, da kann ich schon hin. Wenn ich da jetzt umsonst hingehe und dafür erst die Quest machen muss, dann heule ich. Weil ich würde es gern so haben, dass ich hier dann, ne, mich jederzeit bewegen kann. Ohne weite Strecken. Da gibt es Einhörner. Hier gibt es jede Menge Einhörner. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, was ich für eine Ausrüstung kriege. Richtung Norden, okay. Der Norden ist gut. Hi. Teilchen. Peace, Bruder. Ich kann auch noch 5 Minütchen warten. Ich habe einfach nur die Hoffnung, dass ich mich harmonisieren darf.
Ja, darf ich. Oh Gott sei Dank, mein Leben ist gerettet. Nee. Das ist aber kein extra Ding ist hier, ne? Nee. Das gilt wahrscheinlich als andere, ja. ...116 Richtung Norden. Ja gut, dann gucke ich doch nochmal direkt an der Windäderquelle. 116 Richtung Norden. Hier drin ist aber keine, oder? Ich meine ja nur. Frag für einen Freund. Was soll denn hier einer sein? Ich fürchte was ganz Schlimmes. Da! Okay, ich befürchte doch nichts Schlimmes. Autsch. Ah, Vendetta-Quelle. Nein. Ah, das hier. Ach so. Also das komplett neue Gebiet. Ja, Mensch. Schön. Ja, bin auf dem Weg. Oder? Dann geht's schneller. Das sieht echt gut aus. Ja, gefällt mir. Also die Robe packe ich mir auch noch ins Glam. Ne? Auf die Palette. Ich mache ja aber erst morgen. Also ich würde mal sagen, ich bin eigentlich ganz gut vorangekommen, oder? Aber was meinst du, Luna? Ich meine, du bist ja direkt ganz weit vor mir. Du kannst es am besten beurteilen. Wie weit bin ich von dir entfernt? Noch weit, oder? Müsste ich erst annehmen, warte. kannst du 2 Minuten warten? Warum habe ich eigentlich jetzt gerade so ein großes Ding hier? Ey, das Autofahren ist aber cool hier. Du kannst ja schön auf den Straßen lang fahren. Ich bin immer noch stolz, dass ich 3 Gebiete fertig habe, ne? Also, dass ich in 3 Gebieten fliegen kann. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. War eigentlich heute gar nicht mein Ziel. Oh, jetzt wenn ich die Story durch habe. Nee, ich nicht, weil ich ahne, dass ich irgendwann sowieso von A nach B fliegen muss. Ich mach das lieber immer direkt mit in einem Abwasch. Immer dann, wenn ich so den letzten Ethriten hab oder... Ne? Wenn ich sehe, ah, okay, ich kann das alles gerade so schön... straight durchziehen. Ein Bistoma ausgebüxt. Heißt die. Kann ich aber einmal kurz annehmen. Fokus nach Norden in die Anganoris. Dort werden Beobachtungen durchgeführt und viele Mitarbeiter haben da auch ihre Unterkunft. Bestimmt kann uns dort jemand sagen, wo wir Hermes finden. Jupp, geh. Da brauche ich das nämlich.
mit Bonnie machen. Zusammen mit der Quest 13 Questunterschied. Okay. Ja gut, einholen werde ich die sowieso nicht. Dadurch, dass ich morgen nicht spiele. Aber ja. Glaube, ich habe ganz gut was hingekriegt. So. Dann einmal Spiel beenden. Und dann kann ich wieder um 7 Uhr mit Story anfangen und bis 14 Uhr durchziehen. Alter. Ja, das Einzige, was ich halt morgen mache, ist den Reaper leveln. Vielleicht den Tänzer noch ein bisschen. Das aber halt wirklich nur mal gucken. Dann auf jeden Fall FF14 aufnehmen. Sofern das möglich ist. Und ja. Mal gucken. Mittwoch fange ich auf jeden Fall ganz, ganz früh an mit Story. Das weiß ich auf jeden Fall. Dass ich da ganz früh anfange. Keine Ruhe, weil ich... Ah. Ja, ich sehe es gerade. Okay, war da? Ja. Ja, ich vergesse das immer wieder. So. Was ist das leer hier? Oder kommen sie erst alle noch? Nee, ist immer noch recht leer. Es bleibt leer. Jetzt aber. Yeah.